Herzlich willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Und heute tauchen wir mal in die Welt der Detailer und Schnellreiniger ein. Und jetzt sagt ihr euch, okay, Sebastian, was hast du denn für uns vorbereitet? Und zwar hier von Soft99. Wir schauen mal hier in unsere Regaleinheit rein. Und da ist ein Produkt, was ihr vielleicht gar nicht so als Detailer und beziehungsweise auch Waterless-Produkt im Kopf habt. Und das ist das Fugu Pika. Hier in dieser kleinen Variante 400 ml. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Soft99 sagt auch selber, das ist ein Quick Detailer mit Versiegelungsanteilen. Und damit natürlich spannend für eine Schnellreinigung. Jetzt hier auch in der Jahreszeit Februar, März, wenn so ein bisschen der Schmutz doch ein bisschen stärker ist, aber man trotzdem jetzt nicht die Möglichkeit hat, eine lange Wäsche durchzuführen oder eine ausführliche Wäsche. Da kann man natürlich auch Kalkflecken entfernen und das Ganze im Anschluss auch wieder komplett schützend versiegeln. Und das schauen wir uns heute in dem Video mal gemeinsam an. Und das Fugu Pika, ich denke mal, das ist auch sehr, sehr bekannt. Und das Ganze soll auch dann bis zu 6 Monate hier auf dem Lack halten, je nach Fahrzeugnutzung, wie viel ihr fahrt, wie die Wetterlage ist und so weiter. Also sehr, sehr spannend. Wir schauen hier uns das Produkt nochmal etwas genauer an. Ihr seht auch hier hinten auf der Rückseite nochmal so ein kleines Label bzw. so ein kleines Bild. Ungefähr so 7 Fahrzeuge im kleinen Maßstab. Mittleres Fahrzeug, so 5 Fahrzeuge, also 5 Komplettbehandlungen schafft ihr hier mit der Menge. Und bei einem kleinen Bus 3. Also da muss man natürlich so ein bisschen hochrechnen, wie groß ist auch der Verbrauch. Aber der Spray hier vom Fugu Pika ist eigentlich sehr, sehr effizient. Und das will ich euch in dem Video auch nochmal zeigen. Und deswegen gucken wir uns die nochmal gemeinsam an. Wird sehr, sehr cool. Los geht's hier mit dem Fugu Pika. So, und ich habe mir hier neben meinem Auto Platz genommen. Hier sind viele, viele Shampoo- und Kalkflecken drauf. Zusätzlich hier in dem Bereich auch noch Unmengen an Fingerabdrücken. Und dafür könnt ihr das Fugu Pika zum Beispiel sehr, sehr gut nutzen. Kleinen Fun Fact am Rande. Ich habe herausgefunden, Fugu Pika, ne, das klingt erstmal so sehr, sehr außergewöhnlich. Fuku, glaube ich, heißt im Japanischen irgendwas mit Wischen, also das Wipe sozusagen, das Auspolieren, Verteilen, Wischen. Und Pika heißt, es ist der Glanz, also der Scheineffekt. Und so ist dieses Fugu Pika eigentlich zusammenzusetzen. Sehr, sehr spannend. Ich bin des Japanischen überhaupt nicht mächtig, aber das habe ich herausgefunden für euch. Also sehr, sehr cool eigentlich. Jetzt wissen wir endlich mal, wo dieses Fugu Pika herkommt. Spray Advanced Strong Type. Und das Ganze wird einfach hier auf die Fahrzeugoberfläche aufgesprüht durch den feinen Spray und dann könnt ihr sozusagen die Überschüsse und den Schmutz, den leichten Schmutz, der drauf ist, dann komplett einfach runternehmen. Wir gehen gleich mal hier in die Nachnahme, weil so kann man es vielleicht gar nicht so gut erkennen. Hier sind richtig eklige Flecken drauf und dann können wir uns mal die Reinigungsleistung anschauen und natürlich auch nach einer gewissen Ablaufzeit auch das Abwehrverhalten, weil hier kommt ein zusätzlicher Schutz mit auf die Oberfläche drauf. Also es ist im Prinzip keine vollwertige Sprühversiegelung, sondern es geht eher in den Schnell-Detailer-Bereich. Das Ganze wird auch hier als Sprühglanzwachs definiert. Und am Ende ist es, denke ich mal, so der beste Kompromiss aus beiden Welten, also aus der Reinigungsleistung und aus der Versiegelungsleistung. Und deswegen auch sehr, sehr spannend für viele, vor allem jetzt in der Saison, wo man halt vielleicht nicht die Zeit hat, sich sehr aufwendige Produkte draufzulegen, dass man sagt, okay, man nimmt hier diesen Detailer plus Versiegelungseffekt, zack, abwischen und fertig. Gucken wir uns mal an. So, ich glaube, ich habe euch hier nicht zu viel versprochen. Also hier haben wir richtig vom Zu- und Aufmachen von der Tür sehr, sehr viele Wasserflecken drauf, Shampooflecken und alles, was dazugehört. Und ich werde das Ganze jetzt mal in dem Bereich reinigen. Wenn ein bisschen was auf die Scheibe drauf kommt, überhaupt kein Problem. Von Spray her werdet ihr gleich sehen, es ist sehr, sehr fein. Ich sprühe mal so ein bisschen von der Seite. Und das reicht auch schon aus. Also ihr braucht keine großen Mengen. Hier vorne noch ein bisschen was. Und schon habt ihr hier diesen Reiniger bzw. Detailer mit auf der Oberfläche. Und jetzt können wir einfach mal schauen, wenn wir hier mit dem Tuch vorsichtig rübergehen, man merkt, das ist auch so ein gewisser Gleiteffekt mit drin. Wenn ich zurückgehe, nehme ich immer den Druck aus dem Tuch raus. Und wenn wir jetzt nochmal drüber gehen, sehen wir hier schon mal diese leichte Verschmutzung. Ist ja wirklich so eine Art Staub- und Shampoo-Kalk-Rückstand. Und wenn wir jetzt hier drüber gehen, sehen wir schön, dass man das absolut top auspolieren kann. Das Ganze bekommt auch eine richtig schöne Glätte, das merkt man hier durchs Tuch durch und ihr seht auch hier, das wird sehr schön klar. Ich mache das jetzt nochmal auf dem Bereich und hier merkt man richtig, wie glatt das auch wird, also das funktioniert sehr, sehr gut. Ich gebe das mal hier weiter vor, damit das Ganze auch flächig gereinigt wird, sonst ziehe ich mir immer ein neues Produkt drauf. So, also Tür muss definitiv auch nochmal poliert werden, das habe ich noch nicht gemacht, aber man sieht jetzt hier mal deutlich den Unterschied, dass wir hier jetzt eine schöne saubere Oberfläche haben und das Ganze auch wirklich schön glatt. Also für alle, die auch eine gewisse Lackglätte wollen, ist das wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich nach einer gewissen Ablüftzeit haben wir dann auch hier ein schönes Abwehrverhalten. Wir gehen aber auch nochmal hier hinten hin. So, und hier sehen wir das auch nochmal. Also auch hier sprühe ich mir nochmal ein bisschen was auf. Suche mir nochmal eine saubere Tuchseite. Lass das hier so ein bisschen anlösen. Und das Verrückte ist, und das hätte ich nicht gedacht, das löst wirklich auch
diese Flecken an. Wenn ihr hartnäckige Kalkflecken habt, die richtig, richtig massiv auf der Oberfläche sind, dann müsst ihr natürlich das Ganze nochmal mit einem Wasserfleckenentferner machen. Hier haben wir auch so einen leichten Schmutzfilm. Ich hoffe, es lässt sich hier im Tuch oben erkennen. Hier oben. Aber insgesamt schafft das wirklich sehr, sehr gut. Gehen wir nochmal gleichmäßig drüber. Das können wir dann machen, nachdem wir die erste Runde gereinigt haben. Wenden wir nochmal auf eine frische Tuchseite. Wie gesagt, die Seite muss ich eh noch polieren. Und damit habt ihr eine schöne, saubere, glatte Oberfläche. Also hier von der Haptik her super glatt. Ich gehe mal hier hoch. Also super rau. Auch hier ja, richtig rau und hier oben wirklich sehr, sehr schön glatt. Also das sieht gut aus. Lasst es dann noch so ein paar Minuten ablüften, damit ihr einfach die volle Leistung bekommt. Und dann habt ihr auch ein schönes Abhellverhalten. Also hier, das hat echt gut geklappt. Und wir starten auf einem anderen Auto auch nochmal so einen kleinen Langzeittest. Aber erstmal schauen wir uns hier das Abhellverhalten an nach ein paar Minuten Ablüftzeit. Das Fukupika kann drüben am Audi noch ein bisschen ablüften. Hier auf dem Peugeot haben wir auch so richtig kleine Flecken drauf. Hier haben wir so angehaftete Rückstände. Schauen wir uns auch gleich aus der Nähe an. Wir machen erstmal eine 50-50 Abtrennung, weil ihr wisst ja, ich teste das ja gerne auch mal so im direkten Vergleich, dass wir auch mal die Reinigungsleistung sehen. Das sehen wir an dem Fahrzeug vielleicht sogar noch besser, obwohl wir es am Audi schon echt gut gesehen haben. Ich klebe mal hier so einen Teilbereich ab. Wir gehen mal direkt hier von vorn drauf mit der Kamera, da kann man das noch besser erkennen. So, hier haben wir mal die Haube und ich hoffe, das lässt sich erkennen, dass wir hier neben dem Metallic-Effekt auch richtige so kleine Wasser- und Kalkflecken drauf haben. Ich hoffe, es lässt sich gut sichtbar machen. Wir können auch gleich nochmal richtig aus der Nähe uns das anschauen. Wenn wir dann hier richtig nah rangehen, sehen wir den Unterschied nochmal sehr, sehr gut. Und deswegen können wir das auch wunderbar als Schnellreiniger nutzen. Ich sprühe mal vorsichtig von der Seite jetzt hier, damit wir nichts auf die andere Seite draufnebeln. Je nach Menge können wir auch nochmal eine zweite Runde machen. Hier frisches, weißes Tuch. So, jetzt gehen wir erstmal ganz vorsichtig hier drüber. Eine Bahn hin, eine Bahn zurück. Schauen, wie sind die Verschmutzung. Leichter Staubfilm. Ich wende mal das Tuch. So könnt ihr das eigentlich auch wunderbar als Waterless-Methode immer das Tuch so ein bisschen nachführen. Das ist halt die sicherste Variante. Ja, ist wirklich so ein Staub und diese kleinen Flecken. Einmal zusammengefaltet und wir gehen mal bis zur Kante vor. Und jetzt haben wir wirklich eine schöne, saubere Oberfläche. Und jetzt können wir das Ganze nochmal mit einer frischen Tuchseite einfach in kreisenden Bewegungen so ein bisschen auspolieren. Und dann hat das Gelb wieder eine richtig schöne, kräftige Farbe und diese ganzen Flecken sind auch weg. Das sehen wir auch gleich nochmal, wenn ich das Klebeband hier abziehe. So, und wir haben einen richtig schönen glatten Lack. Also die Lackglätte ist wirklich richtig gut. Wer da viel, viel Wert drauf legt, auf so eine glatte Haptik hier bei dem Fahrzeuglack, dann das Fukupika ist mit einer der besten Entscheidungen, die man da machen kann. So, gehen wir mal hier näher ran. So, erstmal hier aus der Nähe und ich denke mal, hier seht ihr die Flecken nochmal richtig schön. Also das ist ein ganz deutlicher Unterschied, den man hier wahrnehmen kann. So, und hier drüben, da sieht es doch richtig gut aus. Und wie gesagt, das war bloß eine Schnellreinigung. So, ein Stück zurückgehen. Das ist ein ganz, ganz deutlicher Unterschied. Ich ziehe mal das Klebeband noch mit ab. Dann wird das richtig sichtbar. So, hier haben wir die ganzen Verschmutzungen drauf und hier drüben ist wirklich wieder sehr schön sauber. Wenn es natürlich massiv verschmutzt ist, dann richtig waschen. Aber das ist doch mal hier, hier ist der Übergang, das ist doch ein ganz, ganz deutlicher Unterschied, oder? Also das kann man wunderbar als Schnellreiniger, als Waterless-Produkt einsetzen. Das sieht gut aus. So, warten wir auch hier noch ein, zwei Minuten und dann schauen wir uns mal das Abhellverhalten an. So, und hier sieht man das mal schön, ist wirklich ein schönes Abhellverhalten draufgekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass der Lack eigentlich in einem echt guten Zustand ist. Also das Auto ist wirklich sehr, sehr gepflegt. Da habt ihr keine starken Mattbereiche, wo der Lack irgendwie sehr rau ist. Also das wurde regelmäßig gepflegt. Also wir haben auch schöne, runde Tropfen, schöne Ablaufbahn. Beim Audi drüben wird es dann nochmal ganz, ganz deutlicher, der Unterschied. Also das ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis, wie ich finde. Sieht gut aus. Schauen wir mal auf die andere Seite rüber. So, hier sehen wir mal den Unterschied. Man sieht es auch anhand der Tropfenform hier, dass auf der Seite es natürlich bei weitem nicht so schön abhält. Obwohl man dazu sagen muss, wenn der Lack wirklich schön sauber und gepflegt ist, dann sehen wir auch hier, dass wir deutlich schon ein schönes Beading
haben. Aber natürlich, wenn man das hier mal vergleicht jetzt vom Look her, wir gehen mal ein Stück näher ran, da sieht man schon deutlich, dass es da Unterschiede gibt. Auch an den Ablaufbahnen sieht man es schön. Also hier sieht man auch die Tropfen natürlich deutlich eckiger hier. Aber ein gut gepflegter Lack hat auch so schon ein schönes Bild. Aber wie gesagt, mit einer Versiegelung bzw. mit so einem Detailer mit Versiegelungsanteil geht es wirklich sehr, sehr schön. Also das ist sozusagen der Vorherzustand. Und in der Zeit gehen wir nochmal eins zu eins rüber und guckt euch mal an, was hier jetzt in der Zeit passiert ist. Die ganzen Ablaufbahnen sehr schön frei und die ganzen Perlen huschen nach unten. Könnt auch mal weiter oben schauen. Da, also das ist sehr, sehr weit schon runtergelaufen. Also sehr schick. Und wir haben immer noch diese leichte Lacklette mit dabei. Schöne Sache. Können auch nochmal hier das Ganze ein bisschen mit höherem oder mit höherer Wassermenge. Richtig gut. Ich glaube, das Sheeting wollen wir uns auch mal mit angucken, auf der versiegelten Seite. Sehr schick. Also hier richtig, richtig gut. Zack und weg. Also schöne Leistung. Gehen wir mal rüber zum Audi. Da ist der Lack nicht so schön gepflegt. Schauen wir hier mal, das waren ungefähr so 10 Minuten Abluftzeit. Aber auch hier sieht das sehr, sehr gut aus. Ich mache nochmal einen etwas feineren Spray. Aber hier sieht man schon Unterschiede, wenn der Lack nicht so richtig schön vom Pflegezustand ist. Das sieht man schon Unterschiede gegenüber jetzt dem Peugeot, den wir vorher hatten, den gelben Lack. Aber trotzdem haben wir wirklich ein sehr schönes Abwehrverhalten. Und das legt sich auch in diese ganzen Kratzer oder in die Scratches halt rein. Und wenn ihr dann so wirklich einen sehr rauen Lack habt und sehr uneben, noch nicht poliert, dann füllt halt dieses Produkt das Ganze auch auf, bildet wieder eine gleichmäßige Linie und damit bekommt ihr auch hier sowas hin. Also das ist eine schöne Sache. Und auf der Seite habe ich das Fahrzeug ja noch nicht poliert. Das hat man in den Kratzern ja vorher gesehen. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Wenn man jetzt mal hier runter geht, da, wo ich nicht das Produkt genutzt habe, man sieht auch hier schön den Unterschied, wo ich gereinigt habe, hier und ab hier nach unten ist nichts mehr. Also hier, das ist doch mal ein gravierender Unterschied, oder? Also hier haben wir das Produkt jetzt drauf. Und wenn wir hier runter gehen, da haben wir einen dicken Wasserfilm. Und hier ist auch sauber. Ich kann ja mal kurz hier drüber gehen mit der Hand. Wenn wir jetzt hier drüber gehen, seht auch hier, also ist nicht irgendwie der Staub, der das aufhält, sondern es ist wirklich das Produkt, was jetzt hier oben die ganze Fläche so ein bisschen versiegelt hat. Sehr, sehr schick. Sehr schöner Unterschied, also als Schnellreiniger super nutzbar und wer natürlich eine kleine Versiegelung mit drauf will mit Lacklette, hat ja eigentlich ein schönes Produkt. Vorher und nachher. Kurzes Fazit dazu. Das Foco Pika, das hatten wir eigentlich schon auch in den letzten Versionen immer mal im Einsatz. Wir haben auch alte und neue Versionen miteinander verglichen. Können wir auch gerne nochmal ein Update bringen. Also wer einen Detailer sucht mit Lacklette und natürlich auch mit noch richtig schön Reinigungsleistung, was diese Flecken angeht. Man hat es gesehen, das geht sehr, sehr gut weg. Also Shampoo-Flecken, Fingerabdrücke und so weiter. Es ist halt für diejenigen gedacht, die dann nicht viele, viele Produkte zu Hause haben wollen, sondern einfach eine Schnellreinigung durchführen wollen mit einem entsprechenden Lackschutz. Wir werden das Ganze auch mal in den Langzeittest nehmen. Da gibt es auch nochmal ein Update von mir. Da werde ich das hier drüben auf der gesamten Motorhaube noch vom Peugeot auftragen. Und dann gibt es mal für euch noch ein Update, wie lange hat das Ganze da gehalten. Wenn ihr mehr zum Foco Pika sehen wollt, dann gern einfach mal Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Und ich habe noch was für euch. Ich habe mich natürlich ein bisschen eingedeckt für euch. Ich habe mir auch noch mal hier die Foco Pika Line, die Vibes, in vielen, vielen Varianten nach Hause geholt. Und da seht ihr hier, Soft 99 hat da richtig, richtig losgelegt. Und das sind sozusagen Schnellreinigungstücher. Die werden wir uns auch noch mal in einem Extra-Video mit anschauen. Da gibt es welche für Insekten, es gibt welche für Lack, es gibt welche für die Glasscheibe. Und da gibt es auch viele, viele verschiedene Sachen. Das wird sehr, sehr spannend. Auch hier für Felgenreinigung, Innenraum. Hier haben wir Lack und hier, das müsste auch noch mal Richtung Lack sein. Wet Sheets, 12 Stück. Also das wird sehr, sehr spannend. Wir werden in nächster Zeit viele, viele Produkte davon anschauen. Freut euch drauf. Ich teste ja gerne Sachen für euch. Und deswegen diese Wipe-Geschichte, mal wenn es schnell gehen muss, im Urlaub, da sehe ich das auf jeden Fall, wenn man unterwegs ist, dass man einfach was Schnelles zur Hand hat und Soft 99 ist da immer sehr, sehr kreativ. Ich bin echt gespannt. Gucken wir uns an. Wenn ihr Fragen habt zum Foco Pika, unten in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Testet es gerne mal aus und wir sehen uns beim Update. Euer Sebastian. Ciao und danke.